Herzlich willkommen auf meinem Kanal Violin-Rendezvous. Ich bin Susanna Maggiaroschi und ich erkläre dir, wie du deine Intonation, das heißt das Spielen von sauberen Tönen, optimieren kannst. Zu diesem Thema gibt es bereits ein Video, Teil 1, das ich dir auf jeden Fall empfehlen kann. Und dieses Video ist die Fortsetzung Teil 2. Um sich mit der linken Hand gut zu fühlen, müssen wir sicherstellen, dass unsere Handform oder der Handrahmen an der richtigen Stelle bleibt. Deshalb ist es vom Vorteil, einen Finger auf der Saite liegen zu lassen, auch wenn wir ihn in dem Moment nicht spielen. Der wichtigste Finger, den man so oft wie möglich auf der Saite liegen lassen sollte, ist der erste Finger. Wenn wir unseren ersten Finger auf der Saite lassen, müssen wir nur noch den Abstand zwischen jeder Note und der Note des ersten Fingers lernen. Das ist viel einfacher, als zu versuchen, jede Note von Grund auf dem Griffbrett zu finden. Wenn du lernst, den ersten Finger auf der Saite zu halten, wird dir das auch beim Erlernen der anderen Positionen helfen. Du wirst immer eine einfache Referenznote haben, um sicherzustellen, dass du immer noch in der richtigen Position spielst. Setze das Vibrato erst ein, wenn du eine klare Vorstellung von der Tonhöhe hast. Du musst wissen, wo die Note ist, bevor du sie vibrierst. Andernfalls kommt es zu einer Verzögerung des Vibratos, wodurch die gesamte Phrase unzusammenhängend klingt. Versuche beim Erlernen eines Stücks ohne Vibrato zu spielen und erst dann mit einem zentrierten Vibrato weiterzumachen, bis sich die Tonhöhenverhältnisse eingespielt haben. Vibrato sollte nur verwendet werden, um Farbe und Ausdruck hinzuzufügen, nicht um eine falsche Intonation zu korrigieren. Höre dir öfters Musikaufnahmen von Solo, Geige, Bratsche oder Cello an. Dein Gefühl für die Tonhöhe wird sich verbessern und du wirst auch sensibler dafür. Meine Empfehlung sind die Bach-Partiten und Sonaten, Bach-Solostücke, helfen dir nicht nur dein Gehör zu verbessern, sondern sind sowieso ein absolutes Muss für jeden Streicher. Außerdem sind Bachs Solowerke ausgezeichnete Intonationsstudien. Harmonische und melodische Intonation im Verhältnis zu den leeren Saiten zwingt den Spieler, bewusst an seiner Intonation zu arbeiten. Nehme dich selbst auf, das kann unangenehm und schmerzhaft sein, aber auch aufschlussreich, denn eine Aufnahme lügt nicht. Jede Note, die nicht perfekt herauskommt und jede verpatzte Stelle kann man hören. Du kannst nichts verbergen und bekommst ein ehrliches Bild davon, wo du stehst. Das geht mir genauso, denn es macht keinen Spaß zuzugeben, dass man Schwächen hat. Aber es ist ein wichtiger Schritt, um sich als Musiker zu verbessern. Redner nehmen sich selbst auf Video auf und Sportler analysieren Videos von sich. Warum wohl? Um sich ein genaues Bild von sich zu machen und zu erkennen, was man noch verbessern kann. Also verstecke dich nicht von deinen Schwächen, denn hinter dem Unangenehmen verbirgt sich oft der Schatz. Und es ist außerdem hilfreich, sich selbst mit einer relativ vernünftigen Ausrüstung aufzunehmen, damit man nicht nur wegen der Qualität der Aufnahmen schlecht klingt. Intonation ist die Beziehung zwischen den Noten. Und wie könnte man besser an dieser Beziehung arbeiten, als mit anderen Musikern zu spielen? Wenn wir mit anderen zusammen spielen, hören wir nicht auf unsere eigene Tonhöhe, wir hören auch darauf, wie unsere Noten mit den Akkorden harmonieren, die die anderen Instrumente spielen. So fällt es uns leichter zu erkennen, ob wir unsauber sind. Wenn du Fortschritte machen möchtest, kann es sehr hilfreich sein, mit anderen Instrumenten zusammen zu spielen und die Hörfähigkeit zu erweitern, die Intonation zu verbessern und natürlich auch andere Fähigkeiten wie den Rhythmus und gutes Zuhören zu verbessern. Fazit ist, gebe niemals auf, mache dir keine Sorgen, wenn du nicht gleich alles hören kannst, ob ein Ton sauber oder unsauber ist. Mit der Zeit wirst du die Tonhöhe besser erkennen können und es kann ein sehr motivierender und lohnender Prozess sein, wenn du das merkst, dass man anfängt, Töne und Tonhöhen zu hören, die man vorher nicht hören konnte. Ich hoffe, ich konnte dir auch in diesem zweiten Teil gute Tipps geben,
Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasse mir ein Like und abonniere gerne meinen Kanal. Falls du Fragen hast, schreibe sie mir in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Tschüss!